Na gut, ich würde sagen, Selbstzerstörung wird hier nicht funktionieren, ja. Dementsprechend können wir es, glaube ich, mal komplett in die Tonne drehen. Keine Ahnung, also das ist auch ohne Barry, ja, anders als es normal zu spielen ist. Ich gehe nochmal zu Chris nach oben. Und werde auf dem Weg wahrscheinlich auch nochmal saven. Denn irgendwo da oben muss es ja weitergehen. Es kann ja nicht anders sein, ja. Ich habe garantiert irgendwas übersehen. Und da ein Zombie war, war es eigentlich der richtige Weg. Keine Selbstzerstörung. Ist natürlich jetzt schon mal seltsam. Das hatte ich noch nie bei Resident Evil. Na gut, werden wir mal gucken. Was haben wir noch Platz? Nein, natürlich nicht. Sehr gut. Wie viel Schuss haben wir noch? 12. Reicht es? Ich hoffe es. Muss reichen. Und dann, komm, save mal nochmal. Weil wir es können. Farbband. So. There you go. Also Munition hatten wir offensichtlich genug. Jo, verwenden. Alles klar. 34 Mal gesaved. Na, das ist mal Let's Play Spaß, ja. Ist eigentlich viel zu viel. Also im Livestream muss ich echt gucken, dass ich das weniger mache. Was hatten wir denn da? Wahrscheinlich Erste-Hilfe-Spray. Ja. Das behalten wir auch. Jetzt gehen wir nochmal da zu Chris. So. Mal schauen, was zur Hölle nicht mit ihm stimmt. Ja, ich hab's gerade gesehen. Hier ist eine Tür. Eine riesige Tür. Verdammt. Gucken wir mal. Sie haben den Schlüssel für das Labor verwendet. Sie brauchen ihn nicht mehr ablegen. Ja, okay, wunderbar. Dann holen wir uns nämlich gerade noch die Munition. Keine Selbstzerstörung. Das ist selten. Da müssen wir das Spiel echt noch tausendmal spielen, damit wir auch alle Enden haben. Da. Und dann, wo ist die Brandmunition? Da ist die Brandsitze. Und ab dafür. Los, Jill. Let's go. Ich muss sagen, das hatte ich wirklich noch nie. Soweit ich mich erinnere. So, gucken wir mal. Da geht's mal weiter, endlich. Thank God. Nein, nein, nein. Okay, weiter. Okay. Ich arbeite dran. Pratt. Na, da ist auch Chris wieder am Start. Sehr schön. Was ist das denn? Sie können sich nicht noch mehr Gegenstände einführen, ne? Fuck. Okay, dann müssen wir erstmal kombinieren. Das mit dem. Geht nicht. Ach, das ist doch für den Arsch. Verdammt. Tja, was machen wir nun? Nehmen wir das so. Weil das müssen wir nehmen. Sicherungskasten, hey. Der muss wahrscheinlich irgendwo eingesetzt werden. Schauen wir mal. Ah, doch schon da. Die Sicherung fehlt. No more. Rinn damit. So, alright. Der Chris sagt gar nichts mehr. Oh. No, we've come so far. We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. Nope. Alright, okay. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Das sieht gut aus. Ziemlich. Boah, scheiße. Also, dass ich die grüne Kräuter jetzt verwendet habe, war mir jetzt gerade, ist es mir nicht so recht. Aber na gut. Oh, hallo. What the fuck is this? Signalraketen. Yeah. Okay. Where to shoot that shit?
Hier würde ich sagen. Irgendwo können wir die Signalraketen absetzen. Machen wir einfach mal. Ja, sieht gut aus. Hey, Chris. You made it. Ernsthaft? Geil, kein Finalkampf. Awesome. Gut. Dazu muss wohl Barry noch leben. Ah ja, gut, okay. Was für ein Ende. Natürlich. Guess who's still alive? Resident Evil. Das sieht aus, als wär's das gewesen. Okay, dann lasst ihr euch jetzt mit dem Abspann allein. Hinterlasst Kommentare und Likes, denn ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es geht dann später im Livestream weiter. Mit Chris. Also, bis dann. Yay! Jill, you did a fine job.